So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Bundesliga-Partie des VfL Gummersbach gegen die HSG Wetzlar. 11. Spieltag, Endstand 19:24, Halbzeitstand 19:15, Zuschauer 3518 in der Schwalbe-Arena. Ich begrüße sehr herzlich die Herren auf dem Podium, der Geschäftsführer der HSG Wetzlar, Björn Seib, und der Trainer der HSG, Kai Wandschneider, sowie unseren Trainer Dennis Bachtiarewitsch und unseren Geschäftsführer Christoph Schindler. Kai, bitte deine Worte zum Spiel. Ja, guten Abend. Ja, ich denke, wir sind in Wetzlar alle sehr erleichtert, dass wir hier dieses Auswärtsspiel gewinnen konnten. Ich denke auch zu Recht. Wir haben über 60 Minuten überragende Abwehr gespielt. Ich glaube, das war der Grundstein zum Sieg, und in der ersten Halbzeit ein überragender Youngster im Tor, Till Klimke, der laut Angabe meines Co-Trainers Jasmin Čamčić 11 Bälle gehalten hatte in der ersten Halbzeit. Und nach hinten raus hat er dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal ein paar Bälle gehalten. Also die Abwehr hat mir wirklich richtig gut gefallen. Wir haben den so gefährlichen Puja wirklich gut im Griff gehabt heute. Auch, denke ich, Moritz Preuß und auch so die anderen Gummersbacher Spieler. Bei uns im Angriff ganz starkes Spiel Philipp Mokolowski, der also völlig überraschend da am Anfang diese Tore aus dem Rückraum gemacht hat, das Spiel sehr, sehr klug über 60 Minuten geleitet hat. Stefan Czabor hat ein bisschen gebraucht, aber hat dann auch wieder gewohnt eine gute Leistung geboten. Und auch mit der Leistung von Anton Linskog war ich vorne sehr zufrieden. Wir haben auch den Ball laufen lassen, so das, was wir uns vorgenommen hatten, insgesamt auch gut umgeschaltet. Womit ich nicht zufrieden bin, das muss ich schon sagen, auch wenn die Erleichterung natürlich überwiegt und die Freude über den Sieg, ist, dass wir einfach wieder zu viele Bälle frei liegen lassen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Nervenanspannung, aber das werden wir mal mit auf den Weg nehmen fürs Berlin-Spiel. Ich will, dass wir Spiele zu 100% durchziehen. Und ich erwarte auch von Spielern von der Bank kommen, dass sie sofort zu 100% da sind und nicht mit Drehern anfangen, wenn sie aufs Tor werfen. Also wir müssen da knallhart weiterarbeiten. Wir haben 8 Punkte. Wir haben uns heute vorübergehend ein bisschen abgesetzt. Aber wir haben auch 4 Spiele im Grunde genommen mit einem Tor verloren, weil wir dann in entscheidenden Momenten keine Tore gemacht haben. Also das steht nach wie vor im Raum und da müssen wir weiterarbeiten. Ich hoffe durch die beiden Punkte, dass wir da jetzt etwas freier im Kopf werden, weil das war extrem wichtig für was mentale Stärke angeht. Dankeschön. Danke, Kai Wandschneider. Und jetzt der Kommentar zum Spiel von unserem Trainer Dennis Bachtiarewitsch. Ja, guten Abend zusammen. Erst Glückwunsch zum Kai und Wetzlar. Wie Kai hat gesagt, Wetzlar hat gespielt eine starke Abwehr. In Angriff hat sie gespielt, diszipliniert. Auf andere Seite, wie fängt mit einem großen Kampf, Unsicherheit individuell in Angriff. Ja, wir stehen wie gut, erst 8 Minuten. Aber in Angriff mehr und mehr spielen wir also schlimmer und schlimmer. Und diese Sache bringt uns auch in Abwehr. Dann dort auch fängt wir auch schlecht spielen. Aber heute, ich hatte keine Spieler, wie hat mir ein Signal gezeigt, dass wir machen heute ein gutes Spiel überhaupt, dass wir haben eine Chance zum Gewinnen. Und man sehen, wenn Ivano Puja ein schwaches Spiel machen, da was bei uns ist im Moment. Und wir müssen dort irgendwo arbeiten. Das wird nicht, wenn ein oder zwei Spieler zu viel Bälle verworfen oder der andere Mannschaft hat im Griff, dass diese Körpersprache, dass diese Einstellung weitergeht auf negative Richtungen. Danke. Dankeschön. Der Trainer des VfL Gummersbach, Dennis Bachtiarewitsch. Und jetzt hat das Wort der Geschäftsführer der HSG Wetzlar, Björn Seib. Ja, erstmal schönen guten Abend. Vielen Dank auch für die Glückwünsche. War ein extrem wichtiges Spiel heute, wenn man die Ergebnisse auch am Donnerstag gesehen hat und sieht, wie sich diese Liga entwickelt. Dann war das schon ein Big-Point-Spiel, wie es Kai auch vor dem Spiel für uns gesagt hat. Und ich bin sehr froh, dass die Mannschaft heute, sagen wir mal, die grundsätzliche Lockerheit hatte. In diesem wichtigen Spiel hat man gesehen, die war vorhanden, und auch in der Defensive, in der Abwehr
wie eigentlich in der ganzen Saison auch, richtiger Kampf, richtige Leidenschaft, das war ganz, ganz wichtig. So haben wir den VfL Gummersbach eigentlich nie richtig ins Laufen kommen lassen. Das ist dann auswärts immer ein ganz wichtiges Thema, dass die Halle auch nicht zu laut wird. Das haben wir gut geschafft mit einem sehr starken Till Klimke dahinter. Ich glaube, wir hätten in der zweiten Halbzeit und auch Ende der ersten Halbzeit und das, uns das Leben deutlich einfacher machen können, wenn wir die freien Bälle verwertet haben. Das hat Kai ja gerade schon angesprochen. Das ist einfach was, was mich auch unglaublich ärgert, dass wir da zum Teil auch einfach ganz leichtfertig mit Bällen umgehen. Da brauchen wir einen Punch. Da müssen wir gucken, dass wir frühzeitig Spiele entscheiden. Letztlich wäre es heute sicherlich auch möglich gewesen, ohne das in irgendeiner Form despektierlich meinen zu wollen, das Ergebnis auch noch ein bisschen höher zu gestalten. Auch da kommt es auf die Tordifferenz an und daran müssen wir arbeiten. Das müssen gerade die jungen Spieler auch verstehen. Wenn ich mit 8 Toren führe, dann kann ich auch mit 12 gewinnen und nicht irgendwie ins Ziel mich retten. Und das ärgert mich auch sehr an unserem heutigen Spiel, wobei ich natürlich ganz klar sage, ich bin unglaublich erleichtert, dass wir jetzt das zweite Spiel in Folge gewonnen haben. 8 Punkte auf der Habenseite haben, das ist unglaublich gut für uns, das ist gut für die Köpfe, das ist gut für die junge Mannschaft und natürlich gut für den ganzen Verein. An der Stelle noch ein ganz, ganz großes Dankeschön meinerseits an unseren Fanclub Grün-Weiß, die heute hier mit dem Bus und noch sehr vielen Privat-PKWs gekommen sind. Das hilft unglaublich, wenn man weiß, dass man diese Zuschauer da im Rücken hat. Das hat man heute gehört, gerade in der zweiten Halbzeit nochmal ganz extrem, als die Mannschaft Unterstützung gebraucht hat. Und das ist extrem wichtig und da sage ich, wie gesagt, ganz, ganz großes Dankeschön. Dankeschön an Björn Seib. Es folgt am Mikrofon der Geschäftsführer des VfL Gummersbach, Christoph Schindler. Ja, guten Abend. Von mir auch Glückwunsch an Kai und Björn für die mehr als verdienten Punkte. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wir sind enttäuscht heute. Wir haben das erste Mal 3.500 Zuschauer in der Halle gehabt in dieser Saison. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen eigentlich eine konstant gute Leistung gezeigt im Vergleich zum Beginn der Saison. Von daher war irgendwo alles angerichtet. Wir hätten mit den 2 Punkten natürlich, wie es Kai vorhin auch gesagt hat, uns ein bisschen von den unteren Plätzen distanzieren können. Und umso enttäuschter sind wir natürlich, dass es nicht geklappt hat. Und das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch die letzten 2,5 Jahre, dass immer dann, wenn wir die Chance haben, in solchen Spielen, wo wir gegen die direkte Konkurrenz spielen, einen Schritt nach vorne zu machen, leider einen Rückschlag hinnehmen müssen. Von daher hat Wetzlar diesen Sprung nach vorne gemacht, wir nicht. Der Spieltag ist natürlich alles andere als gut für uns gelaufen. Und von daher haben wir jetzt im nächsten Auswärtsspiel gegen den BRC etwas mehr Druck nach der Niederlage. Nichtsdestotrotz muss ich trotzdem auch Danke an unsere Zuschauer sagen, die heute, wie gesagt, zahlreicher erschienen sind als in den letzten Partien. Und ich glaube, man hat heute gesehen, dass junge Spieler einmal überragend spielen können, wie Till Klimke heute, der wirklich sensationell gespielt hat, erste Halbzeit speziell. Und Ivan Martinovic, auch 20, der heute leider 8 Würfe und 0 Tore hatte. Da muss man halt auch sehen, dass diese jungen Spieler, weil ich da jetzt auch schon zweimal drauf angesprochen wurde heute, halt diese Aufs und Abs haben und die muss man ihnen auch zugestehen. Und der Junge hat schon grandiose Leistung gezeigt in dieser Saison. Und es gibt natürlich auch Spiele wie heute, wo nichts klappt. Das gehört dazu, das gehört zum Entwicklungsprozess dazu. Nichtsdestotrotz werden wir an Ivan noch viel, viel Freude haben. Alles andere, Dennis, glaube ich, richtig analysiert. Muss ich nichts mehr hinzufügen. Danke. Danke, Christoph Schindler. Jetzt bitte die Fragen der Medienvertreter. Keine Fragen an die Herren auf dem Podium? Nein, das ist nicht der Fall. Dann bedankt sich der VfL Gummersbach nochmal ganz herzlich bei Ihnen. Wünsche noch einen angenehmen Sonntagabend. Unseren Gästen aus Wetzlar eine gute Rückreise. Alles Gute für euch. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Heimspiel. Also weiter geht's für den VfL am 11. im 11. in Wuppertal beim BHC auswärts. Mittags das Spiel um 13:30 und das nächste Heimspiel hier in der Schwalbe Arena folgt am Donnerstag, den 22. November um 19 Uhr gegen Flensburg. Bis dahin, auf Wiedersehen.